Die von den USA verhängten Sanktionen gegen den Verkauf und die zur Verfügungstellung von IT- und Software-Dienstleistungen gegen Russland sind in diesem Monat wirksam geworden. Sie waren im Juni angekündigt worden und sollen laut US-Finanzministerium verhindern, dass die russische Rüstungsindustrie auf westliche Technologie zurückgreift. Unter anderem wird amerikanischen Staatsbürgern verboten, IT-Beratung und Design-Dienstleistungen anzubieten, Management- oder Produktionssoftware zur Verfügung zu stellen oder andere cloud-basierte Unterstützung zu leisten. Seit Russlands Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 hat auch die EU massive und gezielte Sanktionen gegen Russland verhängt. Dazu gehören Beschränkungen für Unternehmen aus der Informationstechnologie, Telekom und der Versicherungsbranche. Laut EU-Kommission hat die Europäische Union seit Februar 2022 Exporte nach Russland im Wert von mehr als 48 Milliarden Euro gestoppt und Importe aus Russland im Wert von gut 91 Milliarden Euro.